Piu, 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 piu. Habt ihr gesehen, Leute? Das war komplett zufällig, wo ich war. Hat Sinn gemacht in dem Video. Ja, weil wir jetzt zufällige Maps spielen. Ah, oh Gott. Und es ist genau zufällig, wo Odemon ist. Nein, es ist nicht. Man sieht den Dickie Band. Ich bin am Arsch von der Statue. Ja, weil du auch so aussiehst wie der Arsch von einer Statue. Halt dein Maul. Freunde, ihr seht auf jeden Fall schon, heute machen wir mal Dingens einen Clown gefrühstückt. Heute machen wir Dingens einen Clown gefrühstückt. Nein, heute haben wir einen Clown gefrühstückt, habe ich gesagt. Cut das raus von dem. Cut das auch von mir raus. Und cut auch raus, was ich gesagt habe, cut das raus. So, Freunde, auf jeden Fall, wie ihr vielleicht schon gesehen habt, spielen wir heute einfach zufällige Maps. Wir haben jetzt schon ein paar Maps einfach so vorgeschlagen von Fortnite, aber meistens sind die eh alle Kara. Deswegen gehen wir jetzt hier drauf. Odemon, du gehst woanders hin. Komm, ich geh woanders so, hin. So, und Leute, wir haben jetzt echt die spannendste Aufgabe des Jahrhunderts. Wir dürfen auf jeden Fall die ganze Zeit jetzt Codes eingeben, bis eine Map kommt. Alle machen jetzt einfach einen Cut, bis wir irgendwas irgendwann gefunden haben. Wünscht uns Glück. 2 Stunden später. Ja, Bruder, die Challenge funktioniert auf jeden Fall sehr gut. Die funktioniert auf jeden Fall super, Digga. Also, wenn wir machen, treffen. Ey, ich hab was! Die wir nicht. Nein! Ich weiß aber gerade nicht, was für ein Code das ist, weil ich hab irgendeine andere Zahl auf einmal angegeben. Nein. Mach immer. Probier jede Zahl aus. Der ist noch angegeben. Ah, ich seh den noch. Kannst du einen geben? Ich hab Angst, dass es weggeht, wenn ich jetzt das wegmache. Oh! Okay. Was ist das? Ein Death Run oder so stand da. The Death Run Experiment, Digga. 15 Level, Habibi. Ich schwöre, war klar, dass das erste direkt wieder ein Death Run ist. Ich sag jetzt schon, Freunde, bevor ihr irgendwelche Erwartungen habt, wir spielen die Scheiße nicht zu Ende. Wir machen das halt echt. Wir machen jetzt 1, 2 Level und dann gehen wir direkt in den nächsten Map rein. So, Bruder, wir sind jetzt hier in der Map drin, hat dein Schnauze. Willkommen zu meiner allerersten Death Run Map. Das Death Run Experiment. Challenge, schaffe diesen Death Run so schnell wie möglich. Ja, 15 Levels, du passt, to find him. To das hier ist Dr. Dürr und wir müssen ihn anscheinend innerhalb von 15 Leveln retten. Bruder, tut mir leid, Digga, ich glaube, wir werden dich sterben lassen. Digga, wir werden ihn so hart. Ich mach 2 Level am Unterholen. Okay, dann geht's los, Freunde, mit dem Death Run. Ich habe richtig Bock schon. War auch so klar, dass die erste Map direkt ein Death Run sein muss. Ist halt echt so, ne? Aber ich glaube, der ist stylisch. Okay, ich bin gestorben. Hi! Ich stimme alles zurück, was ich jemals in meinem Leben gesagt habe. Ha! Ho! Oh mein Gott, ich will. Es läuft gerade richtig gut. Jetzt direkt weiter im selben. Ha! Ah! Ah! Ha! Was musste ich machen? Oh mein Gott, Digga, Death Run, Bruder. Wir testen heute Maps. Ich dachte echt, Leute, ich kann jetzt ein Video im Untermann machen, wo wir keinen Death Run kriegen oder so. Warte, was muss ich jetzt machen, Leute? Okay, der Boden ist radioaktiv. Aber ehrlich, Digga, dafür, dass es so komplett random Map ist, ist die Mashallah Habibi gut gemacht. Das ist ja auch die erste Dings von dem Pisser. Yeah, ich bin da! Ich sag gar nichts. Selber Fehler wie ich, Bruder. Bruder, ich schwöre, 2. Level ist direkt schon wieder Impulsgranaten, Alter. Wisst ihr was? Ich gebe dem Level jetzt noch einen letzten Versuch, wenn ich jetzt dieses. Gut, Freunde, ihr kennt das Spiel. Ja. Ey, ich hab was! Hast du was? Ich hab was! Was? Battle for the Blade. Wo bist du? Digga. Hier, bei mir. Ich hab die offen gelassen, Digga. Hier. Okay. Battle of the Blade, jetzt bin ich mal gespannt. Battle of the Blade, Digga, das ist locker so eine Battle-Map, wo man mit 10 Leuten drauf muss. Hey, es ist so spannend, Kid Map, dieses Laden. Ich kann. Ich brauch Luft. Battle for. Nein! Ich kenn das! Ich hab das schon mal. Oh mein Gott! Schon mal aufnehmen, Bruder. Bruder, ich schwöre, wir haben einfach diese ganzen Map-Codes alle durchgespielt, Leute. Einfach von allen Map-Codes in Fortnite, die random sind, kriegen wir eine Map, die wir schon mal aufgenommen haben. Oh mein Gott. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, an alle, die das vielleicht kennen, jetzt habt ihr ein bisschen Nostalgie und so weiter. Alle, die das noch nicht kennen, jetzt gibt's nochmal ein Battle zwischen mir und Ottoman auf dieser Map, Digga. Falls ihr nicht genau wisst, wie dieser Modus funktioniert, ich hab's auch nicht mehr ganz in Erinnerung, aber ich glaube auf jeden Fall, wir müssen dieses Schwert holen in der Mitte und das müssen wir in die Base bringen. Und das Ganze, bevor der liebe Odemon das tut. Ich würde sagen, halt mal. Sollen wir einfach bis 1 spielen oder bis 3? Bis 1, nehmen. Okay, wir spielen bis 1. Oder bis 1. Bis 1 oder bis 3? Nee, nee. Ja, ich bin schon beim Schwert, Bruder. Er sagt, ich bin schon beim Schwert, Digga. Ich sehe, wie er noch am Arsch der Welt ist. Ich bin noch wieder vom Arsch der Welt ist. Hä, wo bist du hin? Hä, ich sehe dich nicht mehr. Bam! Ah! Oh mein Gott, nein, schieß nicht auf mich. Oh mein Gott, Odemon. Fuck. Nein! Musst du jetzt zu mir oder zu dir? Warte,
Jetzt ist das die Frage, muss ich zu dir oder zu mir? Ich weiß nämlich auch nicht mehr. Warte, bei mir ist blau. Keine Ahnung, was das heißen soll. Glaubst du sogar, ich muss zu dir, Bruder? Ja, dann komm. Musst du bei... I'm there, baby. Nee, geh weg. Geh weg. Ich bin der Schwertmeister. Hallo, Kuckuck. Nein, nein, nein. Dings, Entschuldigung. War nicht so gemeint. Komm. Gestern Nacht, ich hatte Ding lange Nacht. Nein. Stopp. Muckst du, Digga? Muckst du? Nein, geh weg. Ja. Bist du kacke, Digga? Warte, probier erstmal, ob du es bei dir reintun kannst, sonst raste ich gleich aus. Okay. Dann bin ich falsch gelaufen. Okay, zack und... Hä? Du musst es zu mir bringen, oder? Ich bin gerade gestorben, mitten in der Luft. Hä, warum? Ja, weiß ich nicht, weil ich da rein wollte, glaube ich. Also wir probieren es noch... Okay, ich glaube, ich kann auf jeden Fall nicht rein. Okay, dann musst du bei mir safe rein. Komm, Lan, komm. Die Sache komm. Ist, das Schwert ist, glaube ich, wieder in der Mitte gespawnt. Da aber nicht. Nein, shit. Und? Hä, nee, das ist doch nicht, wo ist das? Hä, ja, das ist hier nicht. Du hast es! Du bist so ein... Du bist so ein 31er und ich überleg, wo das scheiß Schwert sein kann, Digga. Komm her, Lan. Halt, mein Bruder, ich muss los, ey! Dick! Ich hab noch was zu tun auf meiner Insel da hinten. Bestell mir mal Uber, bitte! Ja, wenn du da hinten wartest, gerne. Das ist unfair, hallo, das ist unfair. Mach mal nicht okay, so schnell. Aber Leute, ich glaube, 1 gegen 1, vor allem gegen Odoman, ist ein bisschen zu easy. Gut, Freunde, dann würde ich sagen, haben wir die. Let's go, nächste Map. Und. Nochmal! Yeah! Ich hab keinen Bock auf mein Leben. Bruder, wir werden nie im Leben noch eins finden. Leute, für euch sind das gerade, glaube ich, einfach nur so ein paar Minuten. Ich sitze hier gerade schon eine halbe Stunde, glaube ich. Warning, nicht nachmachen. Warning, ihr könnt eure Zeit damit verschwenden. Insel ist nicht verfügbar. Erneut versuchen, Insel ist nicht verfügbar. Odoman? Ja? Ich glaube, ich hab was. Laber nicht. Oder? Ich glaube, ich hab wirklich etwas. Zeigen. Leute, ich glaub, meine Reaktion war gerade ein kleines bisschen komisch, weil ich gerade gar nicht gerafft habe, auch diesen 20 Minuten Code eingeben, dass ich endlich was gefunden habe. Oder ich saß gerade einfach nur da, hab das so angeguckt. Ja, was stand denn da drauf? Was ist das? Irgendwas wieder? Mit Zombies. Irgendwas mit Zombies, ja. Okay. Und Escape the Zombies Part 1. Ich sehe einfach gar nichts mehr. Ich sehe einfach alles komplett voll. Hoffentlich ist das nicht so eine Flop-Map, Digga. Okay, es hat gestartet, Freunde, und wir sehen einfach wirklich original nichts. Echt? Bruder, was ist das, Alter? Ah, hier. Okay, globale Erwärmung, Leute. Es sind irgendwie alle gestorben und jetzt haben wir nur noch Zombies und plötzlich können wir auch irgendwie nichts mehr sehen. Hier musst du dagegen schlagen, Ahmed. Hier. Wo? Hier? Hinter diesen Zombies! Hinter dir! Bitte sag mir jetzt nicht, dass das mit dem scheiß Nebel ist die ganze Zeit. Lass mal irgendwo eine Stelle finden, wo es ein bisschen besser ist vom Ding, Alter. Leute, jetzt wisst ihr, was für Maps gebaut werden, Digga. Was ist das, Digga? Wie soll man sowas spielen? Post-apokalyptische Apokalypse. Könnt ihr irgendwas sehen, gerade außer Zombies, die an Odoman vorbeirennen? An mir vorbeirennen. Vor allem, guck mal oben rechts auf die Map, Digga. Das Einzige, was wir sehen, ist einfach nur leere Fläche und ein paar Spawnfelder für die Zombies. Ja. Mehr hat der einfach nicht gebaut, okay, Freunde? Ja, mehr hat der echt nicht gebaut. Ich würde sagen, wir gehen mal weiter in die nächste Map, weil hier ist irgendwie nichts. Ey, warte! Ja? Es geht weiter, Bruder. Wo? Man kriegt neue Waffen, aber der Nebel bleibt. Ich glaube, ich bin außerhalb der Map. Aber ich kann es nicht ganz erkennen, weil ich noch irgendwie im Nebel bin. Und hier sind auch Zombies. Ja, doch, ich bin außerhalb. Nice. Gut, nächste Map. Okay, damit das Ganze jetzt ein kleines bisschen schneller geht, was mit Code suchen und so weiter angeht, sind wir jetzt hier auf Dropnet, Freunde. Eine Seite, wo man einfach sich Fortnite-Maps angucken kann und wo meistens eigentlich immer nur dasselbe gebaut wird, weil die Leute unkreativ geworden sind. Baut jetzt vernünftige Maps langsam. Ich brauche Videos. Spaß beiseite. Auf jeden Fall klicken wir jetzt hier oben einfach auf Random und sehen jetzt hier unsere erste Map. Ja, Odoman, komm. Was ist das für eine Map? Ja, guck. Ist eine der kreativsten Sachen auf ganz Fortnite, Digga. Die man nie sieht. Jetzt kommt's. Oh, Turtle Wars! Leute, ich schwöre, jede zweite Map, die man irgendwo sieht, wenn man Maps spielen will oder sowas, ist einfach Turtle Wars, Digga. So immer 1 gegen 1 gegen 1 gegen Schwarz. Okay, ja, dann Odoman, komm, wir machen ein Battle bis 3. Komm, bis 3. Bist frei, Digga. Du bist dein Leben. Aber Leute, ich glaube sogar, dass das erste Mal, dass ihr ein Battle seht von mir versus Odoman, wirklich richtig mit Bauen und so weiter, auf einem normalen Turtle Wars Bereich hier. Weiß ich, werde dich im Bauen zerfetzen. Nein, bist du nicht. Hallo, abbauen ist nicht erlaubt in dem Ding. Abbauen ist nicht erlaubt. Das ist nicht Fortnite sonst. Okay, und Freunde, ich will es jetzt erstmal vorher sagen, bevor gleich jemand kommt und mich beleidigt. Ich spiele sowieso nicht so oft. Heißt, ich bin kein Pro. Oh mein Gott. Odoman? Ja? Sir, wo leben Sie? Hallo, stopp, aufhören. Hallo, illegal, du bist was? Tot.
Das gibt's nicht, Digga. Kartoffelbrei mit Salatsoßen, Ketchup, Mayonnaise. Komm, du kleiner Bengel, Digga. Und wo kommst du? Sag ich dir nicht. Such mich, find mich. Aha, hallo? 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 Officer? Einmal bitte wieder runterfallen. Ich konnte nicht mehr bauen. Man kriegt keinen Fallschaden. Und doch runter, komm. Du kriegst keinen Fallschaden. Deswegen... Boom! Holy Boom. Fuck, Alter. Okay, Freunde, ich würde sagen, letzte Runde, letzter Kill entscheidet. Odo, Mann, willst du einfach quitten? Nein, ich werde dich zerfetzen. Guck mal, Digga. Der baut... Ich bin um 100 Millionen, wie er baut gerade gegen sich selbst. Nee. Ja. Oh, willst du jetzt oh. Ein Eagle Battle, oder? Komm. Hallo? Oh! Ah! Shit, Digga! Ich hab einfach gegen Otoman verloren. Das peinlich, Bruder. Okay, Freunde, ich glaube, das Video hatte einfach so komplett keinen Sinn, aber ich wollte einfach mal gucken, was für geile Maps bekommen, wenn wir mal zufällige Map-Codes eingeben. Und, ja. Ja, und Fazit ist, es kam eigentlich nur Scheiße bei raus. Deswegen, Freunde, würde ich sagen, wenn es euch gefallen hat, lassen wir einen Daumen nach oben. Da schreibt mir aber ähnliche Ideen so in die Kommentare, falls ihr mal irgendwas habt. Und dann werde ich auf jeden Fall euren Kommentar immer einblenden. Aber jetzt, viel Spaß, macht's gut, haut rein.